Also, ich begrüße euch dann schon mal ganz herzlich zu diesem Vortrag. Also, es ist jetzt nicht so der Vortrag in dem Sinne zum Sebaka-Werden. Es gibt jetzt ein paar Informationen, weil normalerweise haben wir eine Stunde Zeit dafür. Es geht bei uns dann um 12:30 Uhr los bis 13:30 Uhr, immer jeden Montag und jeden Samstag. Heute in diesem Rahmen des Kongresses haben wir nur eine halbe Stunde Zeit, also werde ich halt auf die wichtigsten Punkte eingehen. Hoffe, dass ich das so ein bisschen auch schaffe von der Zeit her. Und wenn wir am Ende dann Zeit haben, dann könnt ihr gerne noch Fragen stellen. Genau, mein Name ist Karina, ich bin hier Sebaka, auch noch gar nicht so lange. Ich bin im Januar aufgenommen worden, Mitte Januar diesen Jahres und bin im Seva-Büro gelandet. Also vorher an der Rezeption und dann habe ich das Team gewechselt und jetzt bin ich im Seva-Büro und das ist quasi wie die Personalabteilung, kann man so damit vergleichen. Und bin dort zuständig für die Mithelferbetreuung. Das ist alles, was mit Karma-Yoga, Mithilfe zu tun hat. Dafür bin ich zuständig. Koordiniere alles und genau. Ja, gut. Ich hoffe, ihr seid jetzt hier, weil ihr euch dafür interessiert, Sevaka werden zu wollen. Oder gibt es auch einige von euch, die sich nur für die Mithilfe Ich interessieren? interessiere mich für die Mithilfe. Nur für die Mithilfe. Okay. Dann werde ich ganz kurz darauf eingehen und dann hauptsächlich auf das Sevaka-Dasein. Das sind auch nochmal hier die Broschüren, die wir dazu haben. Dann werde ich hauptsächlich darauf eingehen, genau, was es bedeutet, hier Sevaka zu werden, hier zu leben und mitzuwirken. Und darf ich kurz fragen, als Hilfe ist das dann eben extern, dann kommt man auch zu, oder? Genau, das sind so zwei Modelle, ne? Also einmal haben wir die Mithilfe, das Mithilfeprogramm. Und da kann man als Mithelfer immer hierher kommen, entweder für eine kurze Zeit oder auch für eine etwas längere Zeit, für ein paar Wochen oder so. Und kann hier in unterschiedlichen Teams auch mithelfen. Ne? Und als Sevaka ist man dafür dann für ein ganzes Jahr dann hier auch quasi, man entscheidet sich für ein Jahr herzukommen. Gut, ich fange kurz mal damit an, mit der Mithilfe. Und zwar ist es auch eine gute Voraussetzung, so zu starten, mit einer ganz normalen ehrenamtlichen Mithilfe, auch bevor man Sevaka wird, wenn man jetzt noch gar nicht mit dem Haus vertraut ist und mit der Tradition und der Lebensweise hier, macht es auf jeden Fall Sinn, mitzuhelfen. Was macht man dafür? Man kann sich einmal entscheiden, ob man 3 Stunden oder 6 Stunden pro Tag mithelfen möchte. Und bei einer 6-stündigen Mithilfe ist alles kostenfrei. Also natürlich nur, wenn man ins Mehrbettzimmer eingebucht wird. Und die Mithelfer buchen wir in der Regel immer ins Mehrbettzimmer ein. Gibt es da keine Ausnahme, dass man Einzelzimmer bekommen Doch, kann? da gibt es auch eine Ausnahme. Und Okay. zwar, wenn du 6 Stunden mithilfst und dann in ein Doppel- oder in ein Einzelzimmer möchtest, dann zahlst du entweder 10 oder 20 € pro Nacht dazu. Ne? Also nicht den Also ich regulären muss aber Preis. 6 Stunden machen. Ich kriege nicht bei 3 Stunden. Bei 3 Stunden zahlst du einfach die Hälfte des Ja, das Preises. ist optimal. Genau. Und wir buchen ab 3 Tagen ein, damit sich das für die Teams auch lohnt. Für einen Tag ist man gerade eingearbeitet und dann wieder weg. Das Das lohnt sich leider merke nicht ich so ja gut. bei den. Man kommt ja erstmal hier an und dann Genau. braucht man schon ein paar Tage, um das ganze Programm Genau, mitzuerleben. das ist richtig. Ja, Minimum 3 Tage, maximal 2 Wochen. Ne? Und das ist so die Zeit, in der man gucken kann, wie bringe ich mich selbst ein, liegt es mir, diese Tätigkeiten hier. Die Teams können gucken, ja, funktioniert das mit dem Mithelfer auch ganz gut. Und wenn es von beiden Seiten aus gut läuft, dann kann die Mithilfe immer verlängert werden. Ne? Da gibt es quasi kein Open, also ein Open End. Ja, in diesem Rahmen hat man dann die Möglichkeit, das ganze Haus kennenzulernen und sich somit darauf vorzubereiten, Sevaka werden zu wollen oder sich da auch weiter informieren. Kann man gerne machen. Genau. Und Voraussetzung für eine Mithilfe bei uns hier, das sind ganz wichtige Regeln, die auch das Gemeinschaftsleben hier dafür eine Basis bilden. Das heißt, der komplette Verzicht auf Fisch, Fleisch, Drogen, Alkohol und Tabak. Das ist absolute Voraussetzung, um hier mitzuhelfen und eben auch Sevaka werden zu können. Ja.
Dann gehen wir mal rüber zum Sevaka-Dasein. Wenn es noch irgendwelche Fragen zur Mithilfe gibt, kannst du dich gerne an uns, also an mich, an das Mithelferbüro wenden und dann kann ich dir gerne weitere, genauere Infos nochmal dazu geben. Ich muss gleich wieder nach Hause fahren. Genau, sonst schreib mir einfach eine E-Mail. Oder was schreibt man einfach so in so einer E-Mail? Genau, du schreibst einfach deine Anfrage, ne? Dass du gerne mithelfen möchtest und dann bekommst du von uns eine Infomail zugeschickt. Da steht alles weitere drin, was du zur Kenntnis nehmen musst. Und dann fragen wir noch ein paar Daten ab, damit wir dich einbuchen können. Und genau, du musst eigentlich nur auf die E-Mail antworten und dann ist somit eigentlich alles schon fest. Super, danke. Gerne. Den Zeitpunkt, den sagt man, wann man dann kann? Oder? Genau, genau. Und wir prüfen dann eben auch, ob es zu der Zeit frei ist, ne? Ob wir da Betten, Zimmer haben und dann können wir euch einbuchen. Ja, gut. Dann wünsche ich dir schon mal eine schöne Rückreise. Danke. Okay. Ja, also, genau. Machen wir es mal ganz kurz. Wo kann man Sevaka werden? Also wir haben hier außerhalb dieses großen Zentrums hier noch drei andere Ashrams im Allgäu, im Westerwald und an der Nordsee. Da kann man auch Sevaka werden. Und dann noch einige Stadtcenter. Die sind auch verteilt in Deutschland, also zum Beispiel Essen, Köln, Koblenz, Hamburg, Berlin, Frankfurt und Mainz. Da kann man Sevaka werden. Und da ist es die Voraussetzung schon, eine Yogalehrerausbildung abgeschlossen zu haben, damit man dort sofort auch einsteigen kann, ne? In den ganzen Seminarbetrieb und im Unterrichten. Ja. Hier ist es nicht nötig. Hier ist es nicht nötig. Da komme ich auch später nochmal drauf zu. Genau. Kurz zur spirituellen Gemeinschaft. Ist es so, dass es eben auch Regeln und Pflichten gibt, die hier die Basis bilden für die Gemeinschaft und damit einfach auch ein Zusammenleben hier möglich ist, bestehen diese und sind auch eben die Basis, wie gerade schon gesagt. Ja. Genau. Da haben wir die vier Pfeiler, den Satsang, Sadhana, Sattva und Seva. Einigen von euch sagt das schon was, ne? Anderen vielleicht noch nicht. Das sind diese vier Pfeiler, die hier eben die Grundlage bilden für das Miteinanderleben hier. Der Satsang, das ist so eine spirituelle Gemeinschaftszusammenkunft, immer jeden Morgen um 7 Uhr und jeden Abend um 8 Uhr. Dauert eine Stunde, die erste halbe Stunde gibt es die Meditation, eben geführt oder frei, und dann gibt es einen kurzen Vortrag oder eine Lesung. Und die andere halbe Stunde ist das Mantra-Singen. Also so, treffen uns immer, um in einer bestimmten Energie uns aufzuladen, um gemeinsam zu praktizieren und in den gelebten Werten hier zu leben, also uns auch bewusst darin immer wieder zu stärken, aufzuladen. Genauso ist das einfach eine tägliche Routine, Tradition, was sagt man noch dazu? Ritual, ein tägliches Ritual, was hier eben auch eine ganz große Bedeutung hat. Das Sadhana ist die spirituelle Praxis. Man kann es in den Yogastunden, also hier in den Meditationen, in den Yogastunden auch praktizieren oder auch selbst für sich. Da hat man auch die Zeit dafür. Das ist wichtig, dass wir das täglich machen. Es wird empfohlen, 30 Minuten pro Tag das zu machen. Und da kann ja jeder seinen Schwerpunkt so legen, wie es für ihn einfach auch gut und richtig ist. Wenn jemand eher so der körperlich orientierte Mensch ist, der über die Asanas lieber praktiziert, dann kann er darauf seinen Schwerpunkt legen. Ein anderer kann mehr meditieren oder die Schriften studieren. Ja, und dafür sollte man auf jeden Fall den Raum auch mit einplanen pro Tag. Dann gibt es das Sattva, das bedeutet Reinheit. Also wir pflegen hier eine reine Lebensweise. Und das fängt dort an, eben bei diesen fünf Verboten, dass wir kein Fisch und kein Fleisch konsumieren und eben auch auf Drogen, Alkohol und Tabak verzichten.
da der Körper einfach auch die Grundlage dafür ist als feststofflicher Körper, um die spirituellen Fähigkeiten und ja, weiter schärfen zu können und ausbilden zu können, ist das eben auch die Grundlage. Das ist so der reine Lebensstil. Das geht natürlich dann auch weiter mit der Zeit, wenn man sensibler wird, dass man zum Beispiel merkt, dass die Sprechweise sich verändert, dass man auf seine Worte achtet, die man wählt, oder auf den Umgang mit anderen Menschen, auf sein eigenes Verhalten. Und ist natürlich auch die reine, betrifft natürlich auch die reine Lebensform. Ja, so wird man wahrscheinlich dann auch vermutlich merken, wenn man hier ist, dass man eher so auf diese Fäkalbegriffe auch verzichtet. Man hört es natürlich immer wieder mal. Ist natürlich, wir sind ja in der Gesellschaft, wir schnüren uns davon ja nicht ab, aber so das Bewusstsein für alles steigt natürlich, ne? Für sein ganzes Handeln und Wirken. Die letzte Form, die vierte Form dieser, der vier Pfeiler, das ist das Seva, hat hier einen großen Stellenwert. Das heißt der uneigennützige Dienst, der selbstlose Dienst. Also wir kommen ja nicht hierher, um zu arbeiten oder einen neuen Job zu finden oder so, sondern tatsächlich, um einfach eine ganz alternative Lebensform zu praktizieren. Und dazu gehört eben auch, dass man hier eine Aufgabe hat, für die man sich dann auch zuständig fühlt und auch bereit ist, dann auch dort ja, wirklich so sein Ganzes zu geben, um für das Große und Ganze hier zu leben, wofür hier auch gelebt wird. Dazu habe ich das jetzt kurz übersprungen, und zwar die Tradition des Hauses. Ich weiß nicht, ob sie euch allen bekannt ist, von dem Swami Shivananda und Swami Vishnu Devananda. Genau. Es geht ja hier um den integralen Yoga-Weg, das heißt, es sind 6 Yoga-Stile miteinander verknüpft, die dann hier auch alltäglich gelebt werden. Also die Asanas werden praktiziert durch das Hatha-Yoga, dann gibt es Raja-Yoga, Kundalini-Yoga, der Energie, Karma-Yoga, das ist ja das, der uneigennützige Dienst, Bhakti-Yoga, der Herzöffnung durch die, das Singen der Mantras und Jnana-Yoga gibt es dann auch, der Yoga-Weg der Erkenntnis. So hat man die Möglichkeit, hier eben auch zu studieren, also zu die Schriften zu lesen und so eben auch Körper, Geist und Seele komplett rund weiterzuentwickeln und ineinander verknüpft auszubilden. Genau. Und das spürt man hier und verbindet das aber eben auch jeden Tag, diese 6 Yoga-Stile, und ist somit prägend hier und weisend für diesen Ashram hier. Ja. Des Weiteren gibt es ja, wie vorhin gesagt, weil man ja nicht hierher kommt, um einen Job, einem Job nachzugehen, sondern man kommt ja hierher, um alternativ zu leben und mitzuwirken, gibt es hier eine allumfassende Daseinsfürsorge. So wird es halt genannt, dass wir auch neben dem Bett, was wir bekommen, und auch das Essen, das wir hier auch zu uns nehmen, was ja frei ist, bekommen wir noch ein monatliches Taschengeld. Es ist dann halt auch gestaffelt und man ist als Sevaka hier auch versichert über Yoga Vidya, also komplett sozial versichert. Das heißt, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und die Krankenversicherung sind abgedeckt und genau, inklusive des Taschengeldes. Das beginnt zum Beispiel in den ersten 2 Monaten mit 205 Euro und dann in den weiteren 10 Monaten sind es 340 Euro, also im Jahr, ersten Jahr. Im zweiten Jahr sind es dann 370 Euro, dann im dritten 390, im vierten 400. Ab dem fünften Jahr sind es 410 und dann gibt es keine weitere Steigerung mehr. Also es ist dann ganz egal, ob man jetzt 5 oder 20 Jahre hier ist oder egal in welchem Team man mitwirkt, das Geld ist, hat immer die gleiche Höhe. Ja, es gibt unterschiedliche Teams bei uns hier. Wir haben so um die, ich schätze mal, 30 Teams ungefähr, wo man mitwirken kann und aber dann auch fest drin ist.
Wenn man sich von vornherein nicht wirklich entscheiden kann, dann hat man auch die Möglichkeit, ein Team zu wechseln und zu gucken, sich auszuprobieren. Aber in der Regel entscheidet man sich dann für ein Jahr, also mindestens für ein Jahr. Das ist auf jeden Fall wichtig zu beachten. Entscheidet man sich für ein festes Team, in welchem man dann auch mitwirken kann. Zum Beispiel haben wir den Ausbildungsrat. Ich nenne jetzt mal so ein paar Teams, die auch immer wieder SEWAKAS suchen. Wir bekommen jetzt gerade aber auch sehr viele Bewerbungen rein und somit kann es natürlich sein, dass einige Teams schon voll sind, aber das wechselt sich halt immer wieder mal. Also wir haben zum Beispiel den Ausbildungsrat, das Zertifikateteam, die Küche, das Haushaltsteam, Mediengestaltung, Centerbetreuung, Zahlungsverkehr, Seminarbetreuung, Verlag, die Rezeption, das Webteam, Social Media, Online-Marketing, Adressbüro, Ayurveda-Rezeption und Ayurveda-Oase, das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Die Programmierung, IT-Support und Allround-Handwerker und der Garten. Also es ist eher Allround-Handwerker sind dann eher die, wie nennt man die, Hausmeister oder Facility-Manager, ist ja der neue Begriff, ne? Genau. Einige Teams sind auf jeden Fall auf Mithelfer angewiesen oder auf SEWAKAS, die eine gewisse Vorerfahrung in bestimmten Bereichen mitbringen, zum Beispiel im IT-Support. Da braucht man auf jeden Fall Vorkenntnisse oder auch eine Ausbildung in dem Bereich, ist auf jeden Fall wichtig. Und andere Teams wie Küche zum Beispiel oder ja, noch so ein paar andere Teams, da kann man einfach sofort mit einsteigen und sich dann einfach auch einarbeiten und sich das nötige Know-how anlernen. Ja, das sind so erstmal die Teams, um so einen Überblick zu bekommen. Seminarbetreuung heißt dann Yoga-Kurse geben, oder? Nee, genau. Also in der Seminarbetreuung geht es darum, die Yoga-Räume auszustatten mit den wichtigsten Utensilien für die Seminarleiter, bevor sie dann ihre Veranstaltungen hier geben. Ne? Das heißt, wenn es jetzt so ein Massagekurs ist, der stattfindet, dann muss man zum Beispiel Massagebänke vorbereiten, hinstellen in den Räumen oder Flipcharts. Und meistens sind es diese Kästen da hinten, diese orangenen Kästen. Und da sind dann alle Utensilien drin, die die Seminarleiter brauchen. Und man verteilt sich oder man läuft durch das ganze Haus, man lernt alle Seminarräume kennen, denn man muss einfach auch alle ausstatten. Ne? Also man ist viel in Bewegung. Genau. Ja. Gut. Genau, dann hattest du noch eine Frage zu den Ausbildungen, ne? Also Yogalehrerausbildung zum Beispiel. Da hatte ich ja gesagt, in den Centern ist es die Voraussetzung, dass man schon eine abgeschlossene Yogalehrerausbildung hat. Das ist hier nicht so. Hier, wenn ihr SEWAKA werdet, dann könnt ihr euch entscheiden zwischen einer intensiven 4-wöchigen Yogalehrerausbildung und der 2-jährigen Yogalehrerausbildung. Die könnt ihr dann hier machen. Also ihr müsst nicht schon fertig sein. Genau, da könnt ihr euch, wenn ihr euch dann noch nicht wirklich sicher seid, was ihr davon, in welchem Modell oder welches Modell ihr nehmen wollt oder machen wollt, könnt ihr euch hier auch im Ausbildungsrat erkundigen. Das ist jetzt der erste Bereich, den ich vorhin genannt hatte. Die sind da sehr gut aufgestellt und können euch die besten Informationen geben, wenn es um Ausbildungen, Seminare oder was weiß ich geht, ne? Weiterbildungen. Da bekommt ihr die besten Informationen. Und in der 4-wöchigen Ausbildung ist es so, die könnt ihr auch splitten in 2x2 Wochen oder 4x1 Woche. Die 4x1 Woche, dieses Modell ist halt nicht so gefragt. Manche machen das, aber es ist einfach nicht so, wird nicht so oft gefragt. Es ist eher beliebt, die 4 Wochen durchzumachen oder in 2 Wochen zu splitten. Denn man muss eben auch berücksichtigen, man ist ja schon in einer Gruppe zusammen, es wird auch intensiver und dann muss man sich halt, wenn man das jetzt in 4 Wochen splittet, 4x1 Woche, dann muss man sich jedes Mal auf eine neue Gruppe einstellen und das ist dann für viele schon mit ein bisschen mehr Belastung, also psychischer Belastung und emotionaler Belastung verbunden, sich kennenzulernen, so eng miteinander zu arbeiten und sich wieder zu trennen und sich wieder auf eine neue Gruppe einzustellen, ne? Aber man ist dann natürlich unterschiedlich als Mensch, von daher hat man die Möglichkeit eben auch zu wählen.
Das ist das Gute hier bei uns, dass wir einfach unterschiedliche Modelle haben. Bei einer zweijährigen Yogalehrerausbildung ist es so, dass ihr dann oder dass man dann einmal in der Woche dann den Kurs hat von beispielsweise 18:30 bis 22 Uhr und das läuft dann 2 Jahre lang. Und so kann man dann als Schritt für Schritt kontinuierlich studieren, praktizieren, das in seinen Alltag einzubinden und so wächst es eben auch, das, was man sich theoretisch aneignet und auch praktisch, so wächst es eben auch durch den Alltagsbezug. Genau. Ja. Das ist die Grundlage, die Yogalehrerausbildung für alle 4 Studiengänge, die wir hier auch anbieten. Wir haben 4. Das sind einmal der Yogalehrerausbildung oder der Yogalehrerstudiengang, Ayurveda-Studiengang, Yogatherapie und Purohita-Studiengang. Purohita, das ist eher so, geht in die Priesterweihe, man kann dann Rezitationen durchführen und alles, was damit noch so zusammenhängt. Genau. Ist jetzt nicht so bekannt, das wird sehr selten gewählt. Vermehrt sind es eher Yogalehrer und Ayurveda- und Yogatherapie-Studiengänge. Genau. Da entscheidet man sich für einen Studiengang, bevor man Sevaka wird. Genau. Dann ist es natürlich so, damit ihr ja die Ausbildung auch machen könnt, habt ihr dafür Urlaubstage. Wir nennen das hier sevafreie Zeittage. Das sind genau wieder draußen auch 30 im Jahr und dann 2,5 im Monat. Und die könnt ihr natürlich, also ihr müsst die nicht alle im Monat verbrauchen, sondern wie draußen auch, könnt ihr die sammeln und an einem Stück für ein Seminar verwerten. Bei einer 4-wöchigen Yogalehrerausbildung ist es wichtig, dass dann eigentlich so gut wie alle Urlaubstage, ich nenne es jetzt noch Urlaubstage, dass alle diese verbraucht werden für diese 4-wöchige Yogalehrerausbildung. Und inklusive 6 Seminartage pro Jahr fürs erste Jahr und fürs zweite Jahr, jeweils 6 Seminartage kommen dazu. Genau, dass sie dafür dann verbraucht werden. Und dann hat man natürlich keine weiteren Urlaubstage mehr. Das ist schon wichtig zu wissen. Und wenn man die 2-jährige Yogalehrerausbildung macht, dann sind die Seminartage und also die Seminartage verwendet man dafür, aber nicht die Urlaubstage. Die sind dann frei und unberührt und die könnt ihr dann für euren eigenen Urlaub auch verwenden. Ja. Genau. Dann gibt es ja auch Weiterbildungen und andere Seminare, die für euch auch kostenfrei sind oder vergünstigt. Das heißt, alle Weiterbildungen, die jetzt in eurem Studiengang aufgelistet sind, die ja dann den Schwerpunkt ja auch prägen des Studiengangs, die sind kostenfrei. Und wenn ihr jetzt einen Studiengang fremden Kurs machen wollt oder eine Weiterbildung, dann zahlt ihr auf jeden Fall die Hälfte. Das ist also vergünstigt. Genau. Der Seva-Tag an sich, also der Arbeitstag kann man auch sagen, also der Seva-Tag, hat 7 bis 8 Stunden, also das ist eher so ein Richtwert und an 6 Tagen die Woche. Kann erstmal viel wirken, weil draußen hat man ja sein Wochenende, in der Regel meistens, wenn man nicht selbstständig ist oder so. Hier arbeiten wir oder dienen wir 6 Tage die Woche und 7 bis 8 Stunden pro Tag. Also da kann man selber dann gucken, wie man sich das einteilen kann. Meistens ist es möglich innerhalb eines Teams, dass man das dann so besprechen kann, ob man jetzt eher morgens seine Schichten macht oder eher abends und nachmittags. Wichtig ist eben auch, dass man das ganze andere Programm nicht vernachlässigt. Also die eigene spirituelle Praxis, auch der Satsang, der dann morgens oder abends dann besucht werden sollte oder an dem teilgenommen werden sollte. Und so sind die Tage dann doch recht gut gefüllt mit dem uneigennützigen Dienst und der spirituellen Praxis. Ja, das ist eine kleine Herausforderung, kann sein, muss aber nicht, aber es kann auch eine gute Übung für einen selbst sein, sich so gut zu organisieren und zu strukturieren, damit man natürlich auch genug Zeit für sich selbst hat, für seine eigenen Hobbys oder für seine Interessen und damit man das ganz gut in Balance bringen kann.
Genau. Ja, dann haben wir noch ein paar Minuten. Da gehe ich nochmal drauf ein, wie ihr jetzt wirklich vorgehen könnt, wenn ihr Sewaka werden wollt. Also wie ihr euch bewerben könnt. Ihr schickt uns an das Sewa-Büro eine Bewerbung und es ist eine ganz normale, die man draußen auch kennt. Also mit einem Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf. Hinzu kommt ein spiritueller Lebenslauf, der für uns wichtig ist. Das ist ein bisschen vergleichbar mit einem Motivationsschreiben. Ja, der so ein bisschen Aufschluss darüber gibt, wie ihr hier, was eure Motivation war, euch hierfür zu bewerben, hier zu leben und hier mitzuwirken. Also, damit wir so einen kleinen roten Faden auch erkennen, genau, wo waren so eure Wendepunkte oder was hat euch so zum Umdenken gebracht und tatsächlich euer Leben so zu ändern und hier eben auch Teil der spirituellen Gemeinschaft zu werden, ne? Genau, es können unterschiedliche Erfahrungen sein im religiösen Bereich, im spirituellen Bereich oder alleine durch Yogakurse oder unterschiedliche andere Dinge, die einem im Leben widerfahren, wo man dann ins Umdenken kommt und ja, sein Leben verändern möchte. Genau, das schickt ihr uns dann alles, natürlich auch zusammen mit Zeugnissen an das Sewa-Büro. Und bestenfalls schreibt ihr auch schon rein, für welches Team ihr euch bewerbt. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann könnt ihr euch mit dem Sewa-Büro nochmal kurz in Verbindung setzen, also direkt hier gegenüber von uns, und dann nochmal erfragen, in welchem Team tatsächlich jetzt Sewakas gesucht werden. Und dann könnt ihr euch dafür bewerben. Dann schreibt ihr auch vielleicht erstmal erste Priorität, zweite Priorität könnt ihr reinschreiben. Dann wird diese Bewerbung auch an das Team weitergeleitet, an den Teamleiter. Die gucken sich das nochmal an und schauen dann, können wir denjenigen einsetzen? Ist es, passt das alles? Ist das stimmig? Und dann werdet ihr eingeladen, erstmal für eine Schnupperwoche. Und wenn die ganz gut verläuft, dann wird die vierwöchige Sewaka-Anwärterschaft angeschlossen, kann aber auch zu einem späteren Zeitraum auch angeschlossen werden. Ja, und wenn diese ganz gut verläuft, diese Probezeit von 4 Wochen, dann werdet ihr vom Team erstmal aufgenommen, die sich dann für euch entscheiden. Und wir haben ja jeden Dienstag die Sewaka-Versammlung. Da werden so Ashram-interne Themen auch besprochen und abgestimmt und da werdet ihr dann auch aufgenommen im Rahmen einer feierlichen Zeremonie. Das ist dann so, genau, so erstmal der kurze Ablauf. Ja, so die wichtigsten Dinge, die man jetzt wissen müsste, bevor man sich oder wenn man sich darüber informiert, Sewaka werden zu wollen. Genau. Habt ihr denn noch Fragen dazu? Muss man nicht an einem Einführungsseminar noch teilnehmen? Genau, das ist die Voraussetzung. Das gehört dazu, ne? Genau, das gehört dazu. Ja. Als Mithelfer nicht, aber wenn man Sewaka werden möchte, schon. Dadurch, ja, dass man einfach so in die Tradition und in die Lebensweise eingeführt wird, wie wir hier leben und lehren und genau, auch in die Tradition der Meister, die das ja alles hier begründet haben, ne? Wenn man schon Yoga-Lehrer ist, dann hier ausgebildet hat, oder ist es dann hinfällig? Das müsstest du dann nicht nochmal machen. Ja. Aber das kannst du auch nochmal im Sewa-Büro erfragen. Mhm. Aber das macht dann keinen Sinn, musst du Da eigentlich waren wir gar schon oft nicht. hier. Genau, da kennst du dich ja ganz gut Okay. aus. Ja. Mhm. Ja, das ist dann die Voraussetzung. Also sind jetzt Genau. meine ersten Schritte, die ich setzen soll, eine Bewerbung zu schreiben, Genau. an dem Seminar teilnehmen. Und du müsstest dich vielleicht mal erkundigen, in welches Team du mithelfen möchtest, in welchem Team du mithelfen möchtest, ne? Es wäre schon gut zu wissen, für welches du dich bewerben möchtest. Das Okay. müsstest du mit reinschreiben. Ja. Ja. Gut. Genau. Hast du denn da schon so eine Vorstellung oder würdest du dich nochmal Also ich beraten bin lassen? gelernter Heizungsbauer. So vom Profil her würde ich wahrscheinlich Mhm. in den Allround-Handwerk Genau, es ist bei uns reinpassen. auch das Technikteam, ne? Ja. Aber also ich habe vieles in meinem Leben gemacht, Mhm. von Küchenarbeiten über alles Mögliche halt. Genau.
Das kannst du dann mit angeben. So deine Stärken, deine Fähigkeiten. Und dann, könntest du diese Bereiche mit angeben, wie ja. Technikteam zum Beispiel oder wenn du da offen bist, auch Küche. Ja. Genau, da suchen die auf jeden Fall immer. Also im Technikteam weiß ich jetzt nicht. Müsstest du dich nochmal erkundigen, wie der aktuelle Stand ist. Mhm. Aber in der Küche suchen die zum Beispiel auch Mithelfer und Sevakas. Genau. Im Garten ist wahrscheinlich eher im Sommer angesagt und im Winter. Im Winter auch. Wichtig ist dann, dass man eine Gärtnerausbildung hat. Ne? Dass man da gewisse Vorkenntnisse auch mitbringt. Ja. Das ist da jetzt in dem Bereich auch Voraussetzung. Genau. Mhm. Dankeschön. Gerne. Das war jetzt kurz und knapp. So. Also, wenn ich so diese verschiedenen Teams höre, kann ich mir unter vielen gar nicht vorstellen, was es ist. Aber ja. Das kann man sich ja erkundigen, denke ich. Du kannst dich einfach erkundigen. Du kannst auch im Rahmen der Mithilfe erst ein paar Tage jeweils in dem Team mithelfen. Natürlich in Absprache. Wir müssen dann gucken, ob das auch möglich ist. Weil als Mithelfer hilft man nur in bestimmten Teams mit. Nämlich in Küche, Haushaltsteam, Garten, Adressbüro und Kinderbetreuung, wo man direkt vom ersten Tag an starten kann und keine lange Einarbeitungszeit braucht. Ne? In anderen Teams, die jetzt natürlich auch Sevakas suchen, werden normalerweise Mithelfer nicht eingeteilt. Dann ist es auch schwierig, dann für ein paar Tage reinzugucken. Dafür ist eigentlich die Schnupperwoche da. In diesem Rahmen kannst du dann das Team kennenlernen. Aber vorher kannst du dich auch im Seva-Büro nochmal erkundigen über die Teams, so was genau für Aufgaben auf dich zukommen würden, was das wirklich dann ausmacht. Und dann kannst du dich dann so auch eigentlich ganz gut dann, oder sagen wir mal, eine Entscheidung treffen. Genau. Und sonst halt im Rahmen der Schnupperwoche. Und dafür ist die auch da, um sich gegenseitig kennenzulernen. Ja. Super. Genau. Und Sevakas werden immer gesucht oder immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt? Mhm. Immer durchgehend. Mhm. Gerade jetzt vermehrt. Mhm. Wo bei uns das dritte Gebäude dazugekommen ist, das Mahameru, und da haben wir jetzt eine steigende Gästezahl und brauchen auf jeden Fall mehr Sevakas. Jetzt gerade suchen wir dringend. Mhm. Genau. Okay. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr da wart. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Aufenthalt hier und wir freuen uns, euch wiederzusehen, wenn ihr Sevaka werden wollt.